Es ist schon 4:30 und ich habe heute weder sonderlich viel gemacht noch sonderlich ausgiebig gechillt. Ich weiß irgendwie nicht, wo dieser Tag hin ist. Ich glaube, ich muss einfach akzeptieren, dass der Tag heute nur zum Ankommen da ist und ich einfach ein bisschen langsam bin. Ich wollte euch jetzt mal meinen kleinen Messe-Recap geben. Ich bin total froh, dass ich gerade so positiv und stolz und glücklich auf die Zeit zurückblicken kann, weil ich wirklich Angst hatte am Abend, bevor ich gefahren bin. Ich weiß noch, ich lag im Bett, hatte solche Panik, nicht einschlafen zu können, weil ich einfach wusste, dass ich die nächste Woche sehr wenig Schlaf bekommen würde. Ich hatte Angst vor den ganzen Menschenmassen, davor, so viel mit Koffern unterwegs zu sein und einfach gar keinen persönlichen Space zu haben für so lange Zeit. Ich bin einfach eine Person, die das unglaublich braucht. Mir geht es einfach viel besser, wenn ich Zeit für mich habe und vor allem auch genug schlafe. Also meine Laune hängt schon viel vom Schlaf ab, den ich bekomme. Ja, und ich hatte einfach Angst. Aber ich bin so stolz auf mich, dass ich das alles so gut durchgezogen habe und dass ich jetzt wirklich auf die Zeit zurückblicke und sagen kann, okay, das war richtig toll, das hat sich gelohnt. Und ich nehme da lauter positive Erinnerungen mit. Ich muss sagen, dass es wirklich an den Leuten lag. Sowohl die Leute, mit denen ich dort war, meine Freundinnen, die ja auch viel mit Büchern zu tun haben. Also hatte ich da ganz, ganz viele Comfort People vor Ort. Aber auch die Leute, denen ich dort begegnet bin. Ich hatte so viele schöne Aufeinandertreffen mit Leuten, die ich schon von der letzten Messe, von der Frankfurter Buchmesse kannte. Also die Leipziger Buchmesse war ja auch erst meine zweite Messe. Da habe ich Leute wieder getroffen zum zweiten Mal in diesem Umfeld. Dann habe ich, wie gesagt, schon Freundinnen dort getroffen, aber auch Leute, die ich bisher nur von Social Media kannte. Und das war irgendwie auch so eine einmalige Gelegenheit, sich mit diesen Menschen auszutauschen, sich mal in echt zu sehen. Ich habe das Gefühl, wir haben innerhalb von kürzester Zeit und in einem so eigentlich stressigen Umfeld so viel Inspiration ausgetauscht und uns so lieb gewonnen. Und ja, ich habe das Gefühl, da haben sich jetzt wirklich ganz, ganz tolle Kontakte geknüpft und verfestigt. Aber ich habe auch Menschen aus unserer Community hier getroffen und da richtig schöne Gespräche geführt. Und das ist auch immer so was Besonderes für mich, auch einfach zu sehen, was für tolle Menschen, coole Frauen, inspirierende Frauen Teil dieser Community sind. Also wirklich jede einzelne von euch, die ich dort getroffen habe, war einfach so toll. Wir hatten so einen schönen Austausch und ja, das sind einfach so richtig schöne Erinnerungen, die mir richtig viel Kraft geben und die ich, glaube ich, auch noch ganz, ganz lange mitnehme. Also danke, wenn ihr da wart und mich angesprochen habt. Das ist echt eines meiner allergrößten Highlights immer gewesen, einfach mal mit euch persönlich zu sprechen. Also die Menschen haben die Messe wirklich für mich gemacht und die Menschen sind auch der Grund, wieso ich immer wieder hingehen würde und wieso das sicherlich nicht meine letzte Messe war. Aber ich muss sagen, nächstes Mal würde ich vieles anders machen. Becca und ich haben diese Reise ja auf uns genommen. Vielleicht kennt ihr Becca auch als Autorin Ruby Braun. Sie hatte ja eine besonders aufregende Messe, weil gerade ihr Buch Vengeance, ihr erster Teil einer Romantasy-Ideologie, erschienen ist. Und sie hatte dementsprechend Termine. Ich war vor allem als ihr Fangirl dabei und wollte sie supporten und das alles natürlich miterleben und ansonsten einfach ein bisschen die Messe-Vibes aufsaugen. Einen spannenden Termin hatte ich auch, dazu gleich mehr. Jedenfalls haben Becca und ich das Ganze zusammen durchgezogen, von vorne bis hinten und auch zusammen geplant. Und weil wir beide solche Messeneulinge sind, haben wir, glaube ich, schon den einen oder anderen Fehler gemacht. Ich weiß noch genau, in welchem Moment ich beschlossen habe, okay, jetzt fange ich an zu filmen, weil das alles so absurd und so krass ist und wir wahrscheinlich noch in vielen Jahren darüber reden werden. Das war nämlich am Samstag. Freitag habe ich nichts mitgefilmt, da war ich noch zu lost, zu überfordert von den ganzen Eindrücken und Menschenmassen und der Größe der Messe und alles. Aber Samstag habe ich mittags angefangen zu filmen, nicht auf der Messe, sondern auf dem Weg zur Messe, von dem wir schon dachten, vielleicht wird es nichts, vielleicht werden wir niemals ankommen,
weil unser erster Fehler definitiv war, dass wir uns ein Hotel am Flughafen gebucht hatten. Wieso haben wir das gemacht? Wir waren relativ spät dran. Wir haben, glaube ich, erst circa 1,5 Monate vor Messebeginn die Zimmer gebucht, was wirklich viel zu spät war. Also das meiste war weg. Und wir mussten eh schon ein bisschen außerhalb schauen und dann waren unsere Möglichkeiten auch begrenzt, weil wir einfach ein bisschen Geld sparen wollten und dementsprechend kein riesiges Budget hatten. Ja, und dann gab es eben ein Hotel am Flughafen. Vom Flughafen bis zur Messe ist es theoretisch auch nur eine Bahnhaltestelle und eigentlich geht es recht schnell, aber so einfach und entspannt, wie wir uns das vorgestellt hatten, war es nicht. Erst mussten wir durch den ganzen Flughafen, um überhaupt zur Bahn zu kommen. Und dann fuhr nur jede 20 Minuten eine Bahn. Aber diese Bahnen waren so überfüllt am Flughafen schon, dass keine einzige Person mehr zusteigen konnte. Und wir keine Chance hatten, über die öffentlichen Verkehrsmittel zur Messe zu kommen. Unsere einzige Möglichkeit war dann, ein Taxi zu nehmen. Aber der Taxifahrer meinte auch, er kann uns unmöglich zur Messe fahren, weil die ganzen Straßen dicht sind, keine Chance, da durchzukommen. Das heißt, er hat uns erstmal in die Stadt gefahren und von dort aus fuhr eine Tram. Es war nämlich auch noch Streik der öffentlichen Verkehrsmittel. Eine Tram fuhr zur Messe. Und die konnten wir dann am Ende nehmen. Nun liegen weniger als 10 Meter zwischen uns und den beiden Monstern. Albtraum hin oder her. Meine Angst ist verdammt real. Doch ich kann keine Rücksicht darauf nehmen. Gerade als ich die abscheulichen Kreaturen fest in den Blick nehme und mich auf die Atmosphäre der Traumwelt konzentriere, stellt sich Mercy vor mich. Dann waren wir den ganzen Tag auf der Messe. Abends war Beckers wunderschöne Release-Party für Vengeance. Der Forever Verlag hat sich da wirklich ganz viel Mühe gegeben und ich bin sehr dankbar, dass ich eingeladen war. Die Aufnahmen, die ich dort gemacht habe, zeigen mehr als alles, was ich euch hier wahrscheinlich erzählen könnte und deswegen freue ich mich jetzt ein bisschen von der Magie des Abends noch mit euch teilen zu können. Und Scenes Content. Die Haare sehen toll aus. Sie sitzen. Wirklich sehr, sehr schön. Also ich bin ganz überwältigt. Ich fühle mich ein bisschen so, als ob ich neben mir stehe auf eine Art. Also ich bin natürlich da, aber ich kann das nicht so ganz glauben, dass wir uns hier heute alle so für Vengeance zusammen irgendwie getroffen haben. Und ich freue mich sehr darüber. Dankeschön nochmal. Im Neonpink des Gewächshauses glänzt sein dunkles Haar, als wäre es feucht. Unter dem eng anliegenden Hemd zeichnet sich sein Oberkörper ab, so schlank, dass seine Schlüsselbeine unter dem Stoff hervorstehen. Doch noch immer kann ich nur den Ansatz seiner Tätowierung am Hals erkennen. Du bist die Frau meiner Träume. War das nicht wunderschön? Und war das nicht einfach der ikonischste Moment, den ich je auf einer Lesung erlebt habe? Es war einfach unvergesslich, super witzig, super cool und hat so Lust gemacht, nicht nur das Buch zu lesen, sondern auch das Hörbuch zu hören. Dann kam der Messesonntag, darüber habe ich eigentlich nichts Besonderes mehr zu berichten. Eine Sache habe ich eben ausgelassen und das ist ein sehr aufregender Termin, den ich hatte. Und das war meine Agentin zum ersten Mal persönlich zu treffen. Wir haben bisher immer nur telefoniert und jetzt habe ich sie endlich auch mal persönlich gesehen. Schon am Freitag haben wir ein bisschen gequatscht, einen Tee zusammengetrunken, uns einfach mal kennengelernt. Und das war richtig schön. Das hat mir richtig viel Mut und Selbstbewusstsein gegeben, jetzt mit der Überarbeitung meines Schreibprojekts weiterzumachen.
Es gibt diesbezüglich übrigens noch keine großen News. Ich bin immer noch dabei, den Roman zu überarbeiten. Davon hatte ich euch ja in letzter Zeit öfter mal erzählt. Mein persönlicher Plan wäre, bis Ende Mai fertig zu sein mit dieser neuen Fassung. Aber wenn es Updates gibt, werdet ihr es als erstes erfahren. Und dann sind Tino und ich am Sonntagnachmittag in eine Bahn gestiegen, um mit dem Deutschland-Ticket nach Berlin zu fahren und dort noch ein paar wunderschöne Tage mit Freundinnen zu verbringen. Jetzt bin ich wieder zu Hause und es ist still und ich bin allein und ich hatte so schöne, überwältigende Tage. Ich bin so stolz auf mich, wie meine introvertierte Seele es geschafft hat, diese Zeit richtig doll zu genießen und dass ich auch daraus lernen konnte, dass ich vielleicht manchmal ein bisschen Travel Anxieties habe, aber wenn man mit den richtigen Leuten ist, dann gleicht es schon vieles, vieles, vieles aus. All den Stress und
all die Turbulenzen, die man gegebenenfalls hat, es kommt letztendlich immer auf die Menschen an. Jetzt, Leute, geht's endlich ans Unboxing. Ich habe den ganzen Tag darauf gewartet, die Pakete, die in der Zwischenzeit hier angekommen sind, mit euch auszupacken. Und bei der Gelegenheit kann ich euch auch direkt zeigen, welche Bücher und Goodies ich so von der Messe mitgenommen habe. Das ist der Stapel. Es sind fast alles Bücher, aber nicht nur. Der obere Teil sind Dinge, die von meiner Reise mitgekommen sind und der untere Teil ist hier angekommen. Nicht alles habe ich kommen sehen, also es ist auch die ein oder andere Überraschung dabei. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit den Dingen an, die aus Leipzig und Berlin mitgekommen sind. Ich bin auf die Messe gegangen mit dem festen Plan, ohne ein einziges neues Buch wieder abzureisen, aber es hat nicht geklappt. Meine Freundin Ella arbeitet bei Eichborn und Eichborn hat viele fantastische Bücher, die ich unbedingt lesen möchte. Unter anderem die Bücher von Rebecca F. Kuang. Liegt jetzt gar nicht oben auf, aber ich fange jetzt trotzdem damit an. Und dann hat Ella mir Babel gegeben. Und wenn hier 1000 ungelesene Bücher wären, hätte ich Nein sagen können? Auf gar keinen Fall. Ich weiß, dass ich dieses Buch irgendwann lesen werde. Es ist unfassbar dick. Ich weiß nicht so genau, wann ich dazu komme, aber bisher habe ich ja Rebecca F. Kuang gerne gelesen. Ich habe von diesem Buch total viel Großartiges gehört. Und ich glaube, dass es von allen Büchern der Autorin vielleicht sogar das sein könnte, das am allerersten meinen persönlichen literarischen Vorlieben entspricht. Die anderen haben auch schon super gepasst, zum Beispiel Yellowface, aber ich lese euch vor, was ich meine. 1836. Oxford, die Stadt der träumenden Türme, ist das Zentrum allen Wissens und Fortschritts in der Welt. Denn dort befindet sich Babel, das königliche Institut für Übersetzung. Der Turm, von dem die ganze Macht des Empires ausgeht. Für Robin Swift, Waisenjunge aus dem chinesischen Kanton und von einem geheimnisvollen Vormund nach England gebracht, scheint Babel das Paradies zu sein, bis es zu einem Gefängnis wird. Aber kann ein Student gegen ein Imperium bestehen? Der spektakuläre Roman der preisgekrönten Autorin Rebecca F. Kuang über die Magie der Sprache, die Gewalt des Kolonialismus und die Opfer des Widerstands. Ich habe das Gefühl, dass das ein sehr, sehr, sehr gutes Buch für einen regnerischen Herbsttag ist. Ich habe auch schon öfter gehört und was auch hier anklingt, dass es Dark Academia-Vibes mit sich bringt, also etwas, das ich liebe. Zu Babel dazu bekommen habe ich ein Yellowface-Notizheft. Hier ist ganz, ganz leicht das Cover abgebildet. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Und einen wunderschönen Eichborn-Füller. Wow! Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mit Füller geschrieben habe, aber ich liebe es. Ich habe noch ein Buch von der Messe mitgenommen, aber ich zeige euch erstmal das Buch, das ich in Berlin selbst gekauft habe. Ich war nämlich im Kulturkaufhaus Dussmann und wenn ihr schon mal da wart, wisst ihr genau, was ich meine. Ein Dussmann-Besuch ist auf jeden Fall abendfüllendes Programm und es ist absolut unmöglich, dort mit leeren Händen rauszugehen. Ich wollte aber einen sinnvollen Kauf machen, sage ich mal. Was mir auf jeden Fall wichtig war, war etwas aus dem English Bookshop dort mitzunehmen, weil der mein Traum ist. Ich liebe es, dort zu sein und es erinnert mich immer wieder an meine Anfangszeiten auf Bookstagram. Da habe ich nämlich kurze Zeit in Berlin gewohnt und habe ganz in der Nähe von Dussmann beim ZDF ein Praktikum gemacht. Das ist wirklich um die Ecke und dann bin ich ganz oft in der Mittagspause oder direkt nach dem Arbeiten zu Dussmann gegangen und habe vor allem Zeit im English Bookshop verbracht. Ja, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, aber wie gesagt, ich wollte ein Buch aus dem English Bookshop und ich wollte ein Buch mit Sinn kaufen. Und da habe ich mich dran erinnert, dass eine Freundin von mir seit Monaten versucht, mich in einen Buchclub einzuladen, einen Flinter-Buchclub hier in Köln, in den sie schon ganz lange geht und sie schwärmt immer total davon. Und
Dort werden auch immer so viele tolle Bücher von Flinter-Personen gelesen. Eigentlich schwärmt sie davon, seit wir uns kennen, also seit über einem Jahr oder circa einem Jahr. Und ich sage immer, ja, ich komme mit, ich habe so große Lust. Und dann kommen immer irgendwelche Sachen dazwischen oder ich nehme mir einfach nicht die Zeit. Und dann verschiebt es sich wieder nach hinten. Aber ich möchte jetzt wirklich unbedingt endlich mal mitgehen und ein Buch mitlesen. Und deswegen habe ich das Buch mitgenommen, das als nächstes dort gelesen wird, weil es sowieso eines ist, das ich schon länger auf dem Schirm hatte. Cursed Bunny von Bora Chang. Das Buch wurde von Anton Herr ins Englische übersetzt. Und zwar aus dem Koreanischen. Ich hätte es auch auf Deutsch lesen können, aber auf Deutsch gibt es es nur als Hardcover. Ist gerade sehr teuer und ja, mir gefällt auch dieses Cover einfach sehr, sehr gut. Es sind Kurzgeschichten. Dieses Buch vermischt magischen Realismus, Horror und Science Fiction, was ich total spannend finde. Und es geht um den Horror des Patriarchats und des Kapitalismus in der modernen Gesellschaft. Und das andere Buch, das ich mir noch von der Messe mitgenommen hatte, das ich aber auch hier schon vorbestellt hatte, ist natürlich Vengeance von Ruby Braun. Ich habe euch vorhin schon von dem Buch erzählt. Ich habe euch in anderen Videos schon davon erzählt. Jetzt kann ich euch das Buch auch endlich mal richtig zeigen mit dem schönen Farbschnitt. Es gibt auch Illustrationen darin. Wow, oder? Und der zweite Teil, Grace, der im Herbst kommt, wird, finde ich, noch schöner. Aber das sieht schon so, so schön aus. Und ja, ich habe euch, wie gesagt, schon öfter davon erzählt. Romantasy, auch Dark Academia Vibes. Das Buch spielt in Finnland an der Academy of Dream Analysis. Wir haben eine Enemies to Lovers Story. Es geht um Träume, es ist düster, es ist psychologisch. Es gibt ganz viel Tension. Ich freue mich darauf, die finale Version jetzt auch zu lesen. Ich kenne nur eine frühere Version. Und ja, das habe ich von der Release Party. Und hier ist mein vorbestelltes Exemplar, das angekommen ist. Oh, ich bin so stolz. Natürlich, weil es meine Freundin ist, aber sie hat das wirklich so sehr verdient. Sie ist so eine tolle Autorin, sie ist so ein toller Mensch. Sie ist so begabt und kreativ und klug und ach, ich könnte wirklich fast weinen. Auf der Release-Party musste ich auch fast weinen. Ich finde es so krass. Ich schaue mich gerade selber in diesem Bildschirm an, dieses Buch in meinen Händen endlich zu halten. Ich finde es so toll. Okay, komm runter. Es ist alles in Ordnung. Ich habe als nächstes ein Überraschungspaket von Kiwi bekommen. Von professionellen Leserinnen und Lesern empfohlen. Mit Minzgeschmack. Machen die mich jung? Jünger? Will ich das? Ich glaube erstmal nicht. Ein Rezept von Kiwi. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie den Roman Wir werden jung sein von Maxim Leo. Süß. Und das ist der Roman, um den es geht. Maxim Leo, Wir werden jung sein. Wenn der Traum von der ewigen Jugend Wirklichkeit wird. Ihr Leben gerät aus den Fugen, als die Teilnehmer einer Medikamentenstudie an der Berliner Charité plötzlich jünger werden. Spiegel-Bestseller-Autor Maxim Leo erzählt in seinem neuen Roman voller Klugheit, Witz und Wärme, wie sich unser Dasein verändern könnte, wenn die weltweit auf Hochtouren laufende Forschung zur biologischen Verjüngung des Menschen Erfolg hat. Klingt eigentlich ganz spannend. Habe ich schon Rezensionen dazu gelesen? Ich glaube noch nicht. Auf jeden Fall freue ich mich total über diese Überraschung und vielleicht interessiert das Buch und das Thema ja auch die ein oder andere Person von euch. Ein letztes Paket haben wir noch. Ich glaube, da ist kein Buch drin, sondern Kaffee. Auch gut, die perfekte Kombination. Bücher und Kaffee. Das ist doch alles, was wir wollen, oder?
Das Paket wurde mir auch von Dallmayr zugeschickt. Das ist ein Probierpaket zu dieser neuen Sorte. Wenn ihr Interesse habt, kann ich euch gerne berichten, ob mir das dann geschmeckt hat. Das ist nicht gesponsert, sondern einfach ein PR-Paket. Oh, wow! Home Barista. Crema e Aroma. Deutsch hatte ich es nicht aussprechen können, es tut mir leid. Ah, ideal für Zubereitungen mit Milch. Das ist doch mein Ding, weil ich kann keinen Kaffee ohne Milch trinken. Ohne Hafermilch. Also das sind Bohnen für die Siebträgermaschine. Überhaupt müsste ich mal anfangen, so eine richtig gute Homebarista zu werden. Bin ich nämlich leider nicht. Also so Latte Art. Davon bin ich leider sehr weit entfernt. Und das war's. Das war mein Unboxing. Es ist 17.38 Uhr. Ich bin richtig, richtig müde und heiser. Hört ihr, dass ich heiser bin? Aber ich werde jetzt auf jeden Fall den Abend, glaube ich, richtig schön mit Patrick verbringen. Ganz entspannt zu Hause auf dem Sofa und genießen, hier zu sein.